Ein wunderschönes Moin, mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, gut, da haben wir unseren Kumpelino oben, den befreit. In der letzten Folge haben wir jetzt mal so ein komisches Dingen da befreit. Oh. Das wird wieder mal Zeit. Killerschaufel. Keine Dummheiten machen. Sekunde. Sekunde. Dem Willen des Vaters widersetzt sich niemand lange. So. Aber meine Schaufel. Schön. Oh, der hat Dynamit dabei. Cool. Bitte rette mich. Ich war erledigt. Danke. Ah, kein Problem hier. Hier, nimm mal, heb mal die Knifte da auf und so. Ich habe meine Schaufel. Der Typ ist baden gegangen. Hi, Buddy. Jesse Keaton, hey. Ich kämpfe an deiner Seite. Ja, alles klar, geil. Ups. Oh, Jesse Keaton. Unbekannt. Erreiche 5 Kills, um die Fähigkeit freizuschalten. Was? Was? Ah, kein. Och, cool. Boomer? Nick Rye? Rye, den kenne ich doch irgendwoher. Den Namen. Nick Rye. Race Armstrong. Jess Black. Kirk Duckman. Druckmann Jr. Oh nee. Wer kennt den? Wookie. Cheeseburger. Der furchtsame Grizzly. Peaches. Oh, cool. Eine Katze mit Heterochromatie. Oder Heterochromie. Oh, wie cool. Shark Borshaw. Und Adelaide Trumpman. Ach, das ist... Trumpman. Moment. Entweder seine Ma oder seine Frau. Aber so wie sie aussieht, ist das eher... Ja, hier, Herc. Das ist, glaube ich, seine Ma. Den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Alles klar, machen wir hier. Jetzt mal die Frage, gibt es hier auch Skills? Logbuch? Ah, das ist mein Inventar zu verkaufen. Ah, Karte von Hope County. Okay, kannst du diesen Gegenstand jetzt verkaufen? Ah, da kann ich meinen... Ah, da kann ich meinen Charakter nochmal anpassen. Cool. Okay. Hilfe auf Abruf, Steuerung. Drücke G, um Hilfe auf Abruf... Um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, den anvisierten Gegner anzugreifen. Nicht entdeckt wurde, versucht sie unentdeckt zu bleiben. Ah, alles klar, das ist cool. Unterwegs, deckt mich. Ja, ganz ruhig. Hey, Peggy ist da drüben. Ach, was? Okay. Oh, und da ist wohl einer in Gefahr. Okay. Der muss sitzen. Das ist mein Ding.
Okay, im Hintergrund. Wow, ouch. Ach du liebes bisschen. Gut, mir geht's wieder gut. So. Au. Nimm meine Keule. Hilfe, Wurfruf. Mir geht's echt übel. Der hier sie. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Na. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Ich habe ihnen den Arsch versohlt. Er hat nur doof dagestanden. Aber ich glaube, ich gehe von Pfeil auf Bogen wieder auf. Dicken Knifte. Ah, Mann, obwohl ich. Warum? Mann, ich liebe den Fallobo. Egal, komm. Tu doch was. Echt jetzt. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, wieder was. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit sie in die Weisheit des Vaters hier ihre Wurzeln schlagen und wachsen kann. Eden's Gate. Hey, Buddy. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Tja. Echt jetzt? Vielen Dank. Bitteschön. Okay, gibt's hier noch Zeugs? Oh, Geld. Interessant. Flup. Achtung! Irgendwann was besessen, aber wer was kann, ist im Vorteil. Es gibt immer einen, der dich für irgendwas braucht. Ja, genau so. Okay. Und dann Pistolenmunition. Okay, okay. Würde ich doch sagen, gehen wir noch mal dahin. Okay. Warum da das Kreuz? Frage. Egal. Komm, Kumpel, wir müssen jetzt 300 Meter in eine Richtung laufen. Schön. Wir haben sogar Ausdauer? Wow. Inventar. Warum gibt's kein Skilltree, Mann? Und anscheinend können wir nicht ewig laufen. Gut. Wirklich schön, dieses Waldsetting. Okay. Hoffentlich habt ihr den auch mitgenommen und zum Beispiel. Auf den Grill gehauen. Ranger-Station. Kumpel, du gehst in Deckung. Ich sehe einen Peggy da drüben. Alles klar. Unterwegs. Ich hab mich nicht zum Babysitten gemeldet. Oh, Stock.
Okay. Geilo! Hat geklappt. Die Musik klingt irgendwie so ein bisschen wie Bollywood. Wo ist der Amigo, der... Ah, hier. Hey, Buddy. Hallo, Ma'am. Echt jetzt? Vielen Dank. Ja, bitteschön. Solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Ja, mach ich gleich. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Tja, hast du gesehen. Oh, okay. Klingt hier echt nach GEMA-Musik. Kann ich mit ihm quatschen noch? Okay. Eieiei, ich habe echt Bammel, dass hier GEMA-Musik mit bei ist. Also... Oder urheberrechtlich geschützte Musik. Ich bin mir nicht sicher. Ich schalte erstmal die Musik ab. Es tut mir leid. Und die Musik läuft trotzdem. Ich hoffe, ich kriege dadurch keine Probleme. Und ansonsten werde ich demnächst mal ein, zwei Videos schon mal hochladen und gucken, ob YouTube sich meldet. Weil wegen Urheberrechtsverletzung. Okay, Käfige? Warum? Oh, da drin ist was. Nichts ist schöner als Müll von jemandem zu nehmen und was Nützliches draus zu machen. Oh, natürlich. Peach. Okay. Ich sehe mich hier noch mal ein bisschen um. Ich glaube, wir müssen da gleich hoch. Schlüssel benötigt. Ja. Lass mich ran, der Schlüssel ist bestimmt da oben drauf. Wie? Okay, für diejenigen, die nicht kopffest sind. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Yep. Ja. Flup. Yeah. Dutchess Insel wurde befreit. Mal das
große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Hope County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith, der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Oh, ach geil. So eine richtige 3D-Karte. Ist ja klasse. Hier ist Jess. Jess Black. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Okay. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Oh, cool. Cheeseburger? Hey, Amigos! Ich bin's, Hulk! Verschanzt im Haus meines Alten! Yep, ich und Papa werden diesen Peggy-Schwanzlutschern fett in ihr Eden Skate treten! Ach, schön. Der gute Hulk. Kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Alles klar, mach ich. Oh, Herks Mama. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Ach, cool. Okay. Veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Alles klar, finde ich geil. Hier spricht Virgil Winkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können, zum Gefängnis von Hope County kommen. Wir haben hier Betten und Proviant. Das klingt doch nach einem Angebot. Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles klar, dann werden wir doch mal bei Ray Ray gleich anfangen. Und vorher machen wir noch einen Sektenschrein kalt. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Alles klar. Ich kann mich nicht bewegen. Der Funke. Hallo, Spiel? Ach, Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Okay. Ja. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden.
Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. Alter, ein kranker Typ. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Ja, würde ich gern, aber ja, gut. Ich kann mich endlich mal bewegen. Nein, 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 nein. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Alles klar. Warum steht da immer noch, wir kommen zu euch? Wo ist mein Amigo? Falls End? Wo ist das? Hier ist Jess. Jess Black. Ah, okay. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gefällt. Barons Sägewerk? Gefängnis? Falls End, die da. Die Peggys haben Falls End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst. Die Peggys haben Falls End. Die Peggys. Sekunde. Die Peggys haben Falls End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary May out. Okay, mach ich. Hier Grace bei der Lamb of God Kirche. Die Peggys können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Okay. Lamb of God. Okay. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai. Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Alles klar. Falls End. Wir kommen gleich. Wo ist eigentlich mein Amigo? Hey Kumpel! Wo? Was zum Teufel ist das? Na los, stellt diesen Killer! Da ist ein eiskalter Mörder unterwegs! Findet ihn! Verdammt! Schluck mein Rohr! Wo ist mein Kumpelino hin? Helfer, ja. Bin ich jetzt wieder alleine? Bin gleich da. Ey, ich wollte sagen, wo bleibst denn du, Kollege? Okay. Wo habe ich den Kollegen jetzt? Da. Blümborn. Was hast denn du so lange getrieben, Mann? Du bist der andere? Da. Gute Idee. Vielleicht können wir was davon brauchen. Bin dran. Oh, okay. Boom. Das war Absicht, mein Freund. So, Plünbaum. Gibt's hier sonst noch was zu Plünbaum? Oh, hier jetzt angeln. Hier schwimmen überall Fischis rum. Guck mal da. Wie süß. Schön, dass Frau dazwischen ruft. Könnte was zu trinken, aber selbst das kriegt man heutzutage okay. Nicht mehr. Der durch die Erde klippende Blumenstrauß, alles klar. Gut. Gut, die Insel haben wir jetzt befreit. Dann würde ich doch. Ray, auf der Kürbisfarm.
Dann gehen wir doch mal zu Ray Ray. Gut. Jetzt ist die Frage. Entchen. Jetzt ist die Frage, haben wir... Ah, wir haben einen Fahrbahnuntersatz. Sehr schön. Kumpel, kommst mit? Okay, wird gemacht. Nach dir. Kommst du mal mit? Du fährst. Ja, natürlich fahre ich. Okay, der ist richtig aufgeputscht. Okay. Zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt ist. Wie ich ihn kenne, sucht er den Kampf. Hoffentlich hilft ihm dabei jemand. Okay. Merle Briggs. Okay. Viel Glück, Deputy. Alter, was ist? Scheiß Buch. Scheiß Kreuz. Scheiß Zeugs. Was ist mein neuer Amigo? Wo ist denn der wieder hin? Hä? Ist er wieder Was? Fluchtzeug. Okay. Okay, was passiert da jetzt? Ballern sie die ab oder? Nein. Gut. Töte Sekten-VIPs, um Widerstandspunkte zu halten. Alles klar. Anleger. Oh, Äpfel. Co. Oh, da ist ein Truck. Zerstöre Eigentum der Sekte, um Widerstandspunkte zu erhalten. Alles klar. Mist. Hä? Annie.
Okay, damit ändere ich die Dinger um. Na, weg. Achso, das ist eine Rauchgranate. Kann ich noch was anderes herstellen? Nee, ne? So, jetzt aber schnell weg. Oh. Es gibt Besuch. Au. Oh Gott. Und tschüss. Noch einer. Und tschüss. Ups. Ach du Heilige. Plündere Erntetrucks. Okay. Es gibt eine Hupe. Wie geil. Okay. Ach, scheiße. Alter. Ich würde ja lieben gern jetzt die Knifte mitnehmen, aber ich würde Pfeil und Bogen behalten. Muss leise sein. Okay. Blissöl. Okay, nur mal sicher gehen, ob er auch wirklich tot ist. Aber alter Schwede. Warnung. Hey, hey. Okay. Gibt's ein Problem? Oh. Der ist tot. Au. Ja. Au, heiß, 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 heiß. Ui, ui, ui. Autsch. Okay, cool. Oh, ich merke schon, wir sind wieder über eine halbe Stunde. Liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Traumhaften Tag noch. Ciao, ciao, euer Gary. Tschüss.